Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu einem neuen Video. Ja, heute, wie soll es anders sein, gibt es nochmal eine Karte. Ich komme von den verdammten Karten nicht los. Ich gestehe, ich bin kartensüchtig. Ja, ihr seht, ich habe auch schon wieder kräftig gestempelt. Ich mag meine Stempel. Das sieht man mir auch immer an. Ich hoffe jetzt nur, das färbt nicht auf die Karte ab. Aber ja, ich hatte euch ja schon mal erzählt, dass ich mir meistens immer so Vormittage rauspick, wo ich halt einfach Zeit habe und da die Tutorials dann auf, ja, Masse irgendwohin abdrehe, weil ich halt nicht wirklich jeden Tag bürofreie Zeit habe und immer gucken muss, wie ich es hinbekomme. Aber es macht einfach Spaß und ich möchte euch irgendwohin an diesen Ideen teilhaben lassen. Da habe ich irgendwie ganz arg Blut dran geleckt. Genau. Und jetzt machen wir hier einfach mal die Karte zusammen. Ich habe mal wieder meine gute Hebelschneidemaschine mit hier nach unten genommen. Das ist irgendwie so mein Liebchen. Ich habe die Karte mit dem Maß, also die gesamte Karte 15 mal 10,5. Das sind ja diese Kartenrohlinge, die ich mir bei Amazon geholt habe. Und mein Auflage, also mein Auflegeblatt, dieses Orangene, was ihr hier unten durchschimmern seht, ist 14,5 cm, circa 14,5 cm auf nicht ganz 10,5. Ich habe da auch leider ein bisschen verwackelt. Also ich habe hier oben mehr Rand als hier unten. Ich bin da immer so ein bisschen pingelig. Gefällt mir nicht. Aber ja, was soll ich jetzt machen? Ich kann es nicht ändern. Jetzt habe ich mir im Endeffekt hier auch schon diese Flakes, die ich für diese Karte benutze, zugeschnitten. Ich habe jetzt einen zu viel, aber das finde ich jetzt persönlich nicht so schlimm. Diese Flakes haben ein... Na, ach, wenn ich es heute noch hinbekomme... Nein, ich habe sogar zwei zu viel zugeschnitten und wundere mich gerade. Diese Flakes haben ein circa Maß von 4,5, also sogar ein bisschen mehr, mal... Ich krieg's heute wirklich noch hin, ich verspreche es euch, aber durch die Kamera geguckt, finde ich es echt kompliziert. Mal circa 6,7. Ah, ich schreibe euch die Maße auch gerne noch unten in die Infobox rein. Also wer sie braucht, meldet euch gerne bei mir. Kann ich gerne noch reinschreiben. Genau, und dann habe ich ja hier aus meinem bunten Bastelpapierbogen habe ich noch Papiere übrig. Heute habe ich mal Bock, was richtig krass Heftiges zu machen und nehme jetzt einfach mal das hier. Was voll krass Heftiges, ne? Genau. Und dann schneide ich mir das Papier jetzt einfach auf die genannten Maße zu. Genau, ich messe da, aber nichtsdestotrotz, auch wenn ich es eigentlich wissen müsste, messe ich persönlich immer selber noch mal lieber nach. Nicht, dass ich mich komplett verhaspel. Und ich denke, ich werde den Bogen jetzt hier mal genau auf 10 cm runterkürzen. Dann habe ich einen schönen Rand. Da könnte es wahrscheinlich passieren, dass ich dann halt diese Schnipsel, die ich jetzt dann hier aufbringe, vielleicht auch noch ein bisschen runterkürzen muss. Ich lege die mir auch vorher immer an. Also ich klebe nicht wild, sondern ich lege mir das immer erstmal an und gucke, wie ich das organisiert bekomme. Ich meine, es kann auch mal passieren, dass die halt einfach ein bisschen unterschiedlich breit sind. Ich persönlich, also das hier ist jetzt verrutscht. Na, nicht, dass ihr euch denkt, was macht die da für einen Käse. Nein, das ist jetzt wirklich beim Auflegen nur verrutscht. Na. Genau. Aber ich persönlich finde es jetzt nicht so dramatisch und so schlimm, wenn das jetzt mal knapper wird vom Kleben. Und dann kommt wieder mein geliebtes doppelseitiges Klebeband vom Teddy zum Einsatz. Ich stand jetzt vorher noch dran und dachte mir so, klebe ich das jetzt einfach mal oder beklebe ich jetzt einfach mal schon mal die Quadrate. Aber ja, ich dachte, was wäre ein Tutorial
Ja, wenn ich die gesamte Arbeit schon im Voraus mache. Und manchmal ist es, also zumindest für mich ist es dann immer ganz, sage ich mal, ja, erleichternd, wenn ich sehe, okay, da hat jemand ein Tutorial aufgenommen und hat das nicht gefühlte 20 Mal aufgenommen, so lange, bis es wirklich passt, sondern die machen das mehr oder minder live vor der Kamera. Und bei den Leuten geht einfach auch echt mal voll was in die Hose. Also es geht nicht nur mir so, dass da einige Sachen voll in die Hose gehen, sondern es geht einfach so gut wie jedem so, dass einfach auch echt mal was schief geht. Das macht es für mich auch authentischer. Also ich finde es echt angenehm, wenn ich Tutorials angucke, und dann einfach sehe, okay, es geht nicht nur mir so, dass mir andauernd irgendwelche Patzer passieren, sondern das ist einfach bei jedem so. Ja. Ich bin nicht alleine. Ich musste ja ehrlich gesagt lachen bei der letzten Auslosung, dass mir da unterstellt wurde, da wäre irgendwas gestellt, als würde ich jetzt mit dem Drehbuch hier sitzen und hätte auf allen Losen nur einen Namen. Ja, fand ich, weiß ich nicht, fand ich sehr witzig. Aber naja. Solche Leute braucht, glaube ich, keiner auf seinem Kanal. Also, ja. Ist ein bisschen, weiß ich nicht. War ein bisschen seltsam, aber naja. Hauptsache, die Gewinnerin hat sich gefreut. Und ich freue mich schon auf die nächste Auslosung. Ich kann es eigentlich schon gar nicht erwarten. Also, mir macht das echt so einen mega Spaß, diese Auslosungen für euch zu machen. Und ja, ich freue mich dann natürlich, wenn die Gewinner sich dann drüber freuen. Und ich bin dann auch meist so ein Typ. Ich zeige dann zwar, was ich auslos, aber meistens wandert dann noch zusätzlich irgendwas in die Pakete rein. Auch, ja. Weil es einfach Spaß macht. Es ist einfach schön, Menschen eine Freude zu machen. Und es kann dann halt auch wirklich passieren, dass wenn ihr, auch wenn ihr mit mir gern mal ein Tauschpaket machen möchtet, dass dann halt in dieses Tauschpaket halt wirklich auch von diesen in den Tutorials gebastelten Karten wirklich was dann drin landet. Und ja, ich denke, das ist auch mal ganz schön, wenn man dann so eine Karte direkt live in der Hand hat. Und ja, so. Also ich freue mich immer über selbstgebastelte Karten und ich habe sämtliche Karten, die ich in verschiedenen Paketen erhalten habe, auch noch hier rumliegen. Also ich finde es total, total schön und ich habe mir da mal so einen, ja, wie nennt man das, so eine, so ein Pflanzenkörbchen oder. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. So ein Holzgestell, das sieht aus wie ein Fensterchen. Da ist wie so ein Zaun. Also das sieht aus wie so ein kleiner Zaun. Und da kann man eigentlich Blumen reinstellen. Und das habe ich mir jetzt runter hier in die Kreativecke geholt. Und habe da jetzt die ganzen Karten aus sämtlichen Tauschpaketen rein. Weil ich diese Karten einfach so mega finde, dass ich die wirklich in meiner Nähe haben möchte. So, jetzt habe ich genug gequakt. Genau, wo ist jetzt meine Vorlage? Da liegt sie. Genau. Und jetzt habe ich mir noch zusätzlich so auf circa, auf was habe ich das gemacht? Ja, das ist ja so 6,7, 6,8 mal 4. Ja, ich soll es auch in die Kamera halten. 4, 6, 4,7. Ja, also, weil halt das untere Stück einfach auch ein bisschen am rausgucken muss. Wer jetzt zum Beispiel komplett unsicher ist wie ich, der kann es jetzt theoretisch so machen, dass man es an zwei Seiten jetzt praktisch gesehen auf den Karton auflegt. Also bevor ich jetzt zuschneide und mich dann verschneide, ist das halt. Entschuldigung, oh, ich fange Schwäbeln an. Ich hoffe, ich stört das nicht.
ist das halt wirklich die entspanntere Alternative. Ich versuche immer so gut es geht, echt Hochdeutsch zu reden. Ich hoffe, euch stört das nicht und ihr findet es nicht schlimm, wenn ich halt mal ins Schwäbische abrutsche. Also wenn es irgendjemanden stört, dann sagt Bescheid. Dann lege ich mir oben, wenn ich die Aufnahmen mache, einfach noch so Notizzettel hin. Bitte nicht schwäbeln. Ja, das ist halt dann einfach so. Wenn man den ganzen Tag in diesem Dialekt redet, dann kommt der halt manchmal doch durch. Und ja, also ich versuche mich zusammenzureißen. Ich hoffe, es stört euch nicht zu arg. Genau, ich lege euch das jetzt mal hier oben hin. Und wie gesagt, ich gucke jetzt, dass ich da gut gleichen Rand habe. Und dann lege ich mir das in die Schneide ein. Und eigentlich, wenn ich das jetzt bei meiner Hebelschneidemaschine, ich ziehe euch mal ein Stück zurück, direkt hier unter dem Lineal ansetzen habe, dann habe ich so gut wie den perfekten Rand. Also wenn ich so ein Stückchen noch drauf gebe, hier. Also ihr seht, das ist jetzt für mich perfekt. Ach, ist mir jetzt eigentlich auch egal. genau, und jetzt habe ich mir zum Beispiel bei Amazon habe ich mir jetzt noch das hier geholt. Und es ist Werbung gemacht worden für diese tollen Klebepads für diese Streifen. Und die finde ich jetzt natürlich auch echt nicht blöd. Und deswegen nehme ich mir jetzt einfach echt mal für dieses Teil hier diese neuen Streifen. Eigentlich hatte ich ja gesagt, ich kaufe den Monat nichts mehr. Den Monat gibt es keinen Haul, aber ich glaube, ich muss vom letzten Haul den Text ändern. Was sonst bescheiße ich mich nämlich selber. Ja, ich war wieder shoppen. Es ist wirklich schlimm. Darf ich das dann schon November-Haul nennen? Ja, ich glaube, ihr wisst, wie es ist. Und vor allen Dingen habe ich jetzt halt auch oben noch so ein bisschen herbstlich eindekoriert. Und die haben in den Läden, haben die immer diese wunderschönen, wie nennt sich das? Diese Laubblätter, die ihr auch gestern in diesem, ja, in diesem Warnvideo gesehen habt, weil ich einfach schlicht nicht wusste, was ich jetzt da am dümmsten hinpacken soll. Als dass ihr da nur meine Hände seht, die da nervös irgendwie durchs Bild flitzen. Und da habe ich oben, habe ich mir jetzt solche Blätter gekürzt und habe die schon in eine Vase rein und habe dann eine Lichterkette eingezogen. Das sieht echt mega aus. So, und jetzt versuche ich das hier so halbwegs mittig anzulegen. Ich sag mal, man könnte jetzt theoretisch gesehen auch ein Lineal nehmen und könnte das richtig abmessen. Aber das sage ich jetzt auch. Ach, es muss jetzt nicht unbedingt sein, wenn das jetzt ein kleines bisschen verschoben ist. Finde ich es jetzt persönlich nicht so schlimm. Weil es ist selbst gebastelt. Also. Und da bin ich der Meinung persönlich, dass es auch mal ganz, ganz süß ist, wenn man einfach auch sieht, es ist selbst gebastelt. Ich sag mal, ich habe jetzt auch letztens ein paar Halloween-Karten gemacht und habe die einer Nachbarin gezeigt. Und die war so begeistert, dass sie sich dann halt gleich zwei Stück geschnappt hat. Was ich ja auch schön finde, wenn jetzt die Sachen, die ich bastel, nicht einfach nur in der Ecke liegen, sondern da halt wirklich dann auch, wie jetzt zum Beispiel auch bei anderen Karten, auch meine Mutter dann um die Ecke kam und meinte, boah, die sind so schön, darf ich die haben? Ja, klar, nimm mit. Ich habe sie ja nicht zum Rumliegen gemacht. Zum Rumliegen sind die definitiv zu schade. Und mich freut es dann auch. Und dann gibt es ein bisschen Sparbüchsenfutter für meine Kinder. Also, ja.
Selbst wenn ich jetzt gehen würde und die verkaufen würde, ich dürfte es ja rein theoretisch, da ich ja im Kleingewerbe angemeldet bin. Aber ich denke mir dann auch so, meine Kinder, die freuen sich halt auch über ein bisschen Futter für die Sparbüchse. Und ja. Wenn das dann jemand gerne möchte und dann sagt, hier, guck mal, hast, keine Ahnung, hast 3 Euro, tusch jedem Kind 1 Euro in die Sparbüchse, dann denke ich mir auch so, naja, wir haben es jetzt Anfang des Jahres, haben es jetzt auch so gehabt, irgendwann im April oder Mai rum, da haben wir einen Korb mit aussortierten Büchern von meinen Kindern vors Haus gestellt und haben dann einen netten Text geschrieben. Und da waren auch etliche Nachbarn da, die sich da was mitgenommen haben für ihre Kinder. Und ja, ich finde es halt, oder ich fand es gerade in dieser heftigen Phase, fand ich das ganz wichtig, dass die Eltern sich einfach auch mal die Zeit nehmen, sich mit ihren Kindern hinzusetzen und denen auch was vorzulesen, weil diese gemeinsame Zeit den Kindern auch in der Situation, in der wir waren, extrem Sicherheit gegeben hat. So, genau. Jetzt bin ich fertig. Wie beim letzten Mal habe ich hier noch 2 Schnipsel übrig. Die tue ich mir auch in meine kleinen Krambox. Ich habe mich jetzt heute mal für einen anderen Stempel entschieden. Der hat jetzt halt leider nicht so wunderschön abgedrückt, wie ich das gehofft habe. Aber im Allgemeinen finde ich die Karten echt gelungen. Es geht rasend schnell. Es macht super Spaß, es ist kein großer Aufwand dahinter. Farbentechnisch seid ihr flexibel. Ihr könntet jetzt zum Beispiel auch einen Cardstock nehmen, um den hinter das Motivpapier zu legen. Wenn er jetzt so Aquarellfarbe hat, so eine sanfte, gibt es garantiert auch einen ganz interessanten Effekt. Ich finde es gerade so cool, wie es ist. Mit diesen einfarbigen Tonkartonbögen kommt da ein echt interessanter Effekt raus. Ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß beim Nachbasteln. Wenn ihr die Maße braucht, gebt mir Bescheid. Ich schreibe sie gerne unten in die Infobox rein. Genau. Bleibt gesund, bleibt positiv, bleibt kreativ, lasst euch nicht ärgern. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Macht's gut. Ciao.